Fand sie Querschläger? Nee, noch nicht wieder. Hm. Und der hier vorne liegt halt dummerweise genau in meiner... Ja, dann müssen wir ihn erstmal... Ja. Also guck mal, ich hoffe mal, dass das passt. Warte, ich muss ein Stück vorlaufen. Ich hoffe, dass es noch passt. No. Nee. Naja, will's trotzdem... Na, egal. Muss Aktionspunkte sparen, sorry. Alles gut. Nächste Runde. Er wird auch ausrutschen. Ah, dann sollte ich nämlich auch den treffen. Ah nein, können. Oh nein, das ist ja nicht mehr Eis. Die können nur noch nicht mal ausrutschen. Der heilt den. Aber. Schieß auf den Boden, schieß auf den Boden. Egal, ob Medora jetzt verletzt wird, das ist egal. Und wie ging das nochmal mit auf den Boden schießen? Steuerung, Steuerung, oder? Genau. Steuerung und dann Linksklick auf den Boden. Okay, gut, warte. Wenn wir die alle noch schocken, das wäre gut. Einen kurzen Moment. Ich sollte verbalisieren. Ich suche gerade meinen Angriff. Irgendwie hat er den aus dem Inventar genommen. Welchen Angriff? Ich bin so doof. Mein Stabangriff. Hm? Sorry. Du brauchst keinen Stabangriff. Doch, das ist doch... Nein, okay. Du guckst einfach nur mit Steuerung, drückhältst du und dann hast du ein rotes Fadenkreuz oder so einen roten Kreis. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Alex. Okay, das ging auch. Das ist das Problem. Ich habe meinen Stabangriff irgendwie nicht. Egal. Okay. So. Ja, das... Ich weiß auch nicht. Ich könnte ich heile Medora nochmal, damit die uns jetzt nicht wegstört. Ja. Und dem Typen... Ah, toll. Kann ich nichts machen. Okay. Ihm auf den Boden hauen. Okay. Okay. Wir können wieder einen Querschläger. Sehr gut. Der Querschläger wird gut. Keine Sicht. Ja, wegen dem. Schieß mal den Eingefrorenen ein. Das reicht ja. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Hat alle getroffen. Oh ja. Können wir nochmal? Oh, perfekt. Ja. Supi. Okay. Wenn du willst, kannst du einen Schritt zu... Oder so, ja. Warte, ich kann mal den hier machen. Und dann machst du... Gehe ich mal einen kleinen Schritt zurück? Ja, genau, bitte. Weil ich mache... Oder Feuer. Ich mache gleich Betäubung. Mit meinem Char, wie du möchtest. Okay, ich guck mal, ob ich noch genug Power habe für Feuer. Natürlich geil. Ah, nee. Hattest du nicht mehr? Nee, okay. Jetzt ist das Problem, weißt du was? Ich schieße auf den Boden. Jetzt habe ich dich mitgeschockt. Deswegen hättest du nach hinten sollen. Ja, du hast gesagt, ja. Ich wusste nicht, dass du den Boden wieder schocken willst. Ja, wir müssen das machen, weil die sonst alle auf uns zukommen und uns dauerhaft angreifen. Deswegen war vielleicht das Öl nicht die beste Idee. Ja. Reicht es einfach noch? Nee. Oh, die sind wieder da. Ja. Ich werde wieder den Boden schocken müssen. Aber einer ist nicht geschockt, okay. Medora ist auch nicht geschockt, sehr gut. Okay, das ist gut. Die Bogenschützen aber auch nicht, dummerweise. Mm-mm. Das ist ein Problem. So, warte, ich kann jetzt den hier, der ist, glaube ich, der. Nee, kann ich nicht mehr. Medora ist betäubt. Mist. Oh, natürlich werden sie nicht betäubt. Okay, ich werde angegriffen. Ach komm, ernsthaft? Doch, jetzt... Nein, der ist auch nicht betäubt. Warum?
Und ich bin verkrüppelt. Toll, danke. Okay, also das erste. Okay, den habe ich jetzt erstmal wieder eingefroren. Sehr gut. Ich kann halt nichts machen, weil ich verkrüppelt bin. Das ist so dumm. Krüppelt. Kann ich dir da irgendwie helfen hier? Nein. Ist einfach nur okay. Bitte reich für noch einen. Ach, reicht natürlich nicht. Oh, natürlich. Nein. Medora ist jetzt gleich tot wahrscheinlich. Nee. Hat den Tod abgewehrt. Ja, aber jetzt ist alles schockierend wieder, ne? Ja, und wir kommen auch nicht raus. Also, dieses Öl war eine so doofe Idee. Das hat mit dem Öl nichts zu tun, doch, den Boden ständig zu schocken, war eine Idee. Ja, aber da, wo du Öl hingeschossen hast, ist kein Wasser mehr und deswegen werden die Bogenschützen nicht mehr betäubt. Ja, aber die können uns ja nur der Reihe nach angreifen, weil wir alle betäubt sind ständig. Hä, nein, ich könnte den Boden schocken und dann werden auch die hinteren Bogenschützen eigentlich, hätten wir jetzt kein Öl da, werden die nämlich auch betäubt und damit hätte niemand Angriff. Und wir haben noch immer zwei Charakter, die angreifen können. Das ist der Punkt. Das meine ich halt nur. Ja, aber es ist halt auch nicht smart, immer zwei außer Gefecht zu setzen, komplett. Ja, die müssen wir halt rausholen. Genau, aber die können wir ja nicht rausholen. Nee. Okay, die schießen auf mich. Gut. Jetzt wird Medora... Nein. Fast. Okay. Weg. Okay. Nochmal neu und ohne irgendwie ständig uns selber zu schocken, bitte. Ja. Das wäre Knorke. Wo steht sie? Da steht sie. Mann. Okay. Bin ich blind? Wo ist denn das Wasser hin? Ja, das war wegen dem Regen und der Eisgranate. Ach, ja, ja. Ich gehe wieder als erstes ein bisschen näher ran. Mhm. Wir bräuchten wieder die Eisgranate, weil lieber. Achso, wir bräuchten auch deine Rauchwand, stimmt. Und genau, als erstes mache ich aber mit Dora wieder ein bisschen Panzer, oder? Ja. Genau, das glaube ich. Nächste Runde dann Rauch, oder? Genau. Genau, genau. Und mit Bärdotter müsste ich das Eis machen können gleich. Genau, deswegen mache ich schon mal Regen. Ja, sehr gut. Ah, kann ich das nicht? Doch! Oh! Perfekt. Jetzt schon. Ja, perfekt, dann friere ich das auf gar keinen Fall ein. Ja, wir müssen dann gucken, wie wir das am klügsten machen. Weil der eine, der ist noch fit. Beide sind noch fit. Okay, ich muss aber eh erstmal rangehen, sonst treffe ich niemanden. Ja, ja, bitte, bitte. Das ist ganz wichtig jetzt. Genau. So. Und Medora lasse ich diesmal keinen Sprint machen, sondern... Ich bringe sie einfach nur nach vorne. Mhm. Und setze sie in den Zustand. So sollen die mal kommen. Weil um die müssen wir uns auch gleich kümmern. Genau, um die Bogenschützen, ja. Und nicht zu nah ans Wasser dran, egal was man tut. Ja. Also wenn es sein muss, werde ich mit Ashkan die ganze Zeit diesen Boden schocken. Okay. Das heißt, keiner von uns betritt den Boden. Genau. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Betäubt, betäubt. Wir brauchen jetzt auch gerade... Was du machen könntest, wäre tatsächlich eine Rauchwand. Aber dafür müsstest du dich anders positionieren. Dann müsstest du quasi ganz nach oben gehen und eine Rauchwand runterziehen. Also quasi quer zu uns. Aber quer wobei... zwischen den beiden Felsdingern da. Ja. Aber ich sehe gerade, der eine Typ wird gerade hinten lang gehen. Okay, der kleine Drecksack. So, also das ist jetzt erstmal schon mal eine Möglichkeit und jetzt spare ich Punkte.
kann ich die nächste Runde machen. Jetzt geht's leider da nicht mehr. Mhm. Also ich bewege mich mal dahin. Ja, ich kann auch gerade nicht mehr viel machen. Du kannst den Boden neu schocken. Ach so. Ach Gott. Ja, naja, okay. So, warte. Hui. Guter Schuss. Nice. Und. Ja. Das machen wir. So. Okay, Bärdotter. Bärdotter, sag ich schon. Okay. Sie könnte schocken, aber ich will gerade nicht schocken. Ich überlege, ob ich... Okay, pass auf. Ich springe jetzt schon mit ihr rüber. Weil dann kann sie die kaputt machen. Während wir ihr quasi Rückendeckung geben. Genau. Ah, jetzt ist sie verzaubert. So ein Dreck. Und ich habe keine Rüstung gerade jetzt. Also keine gute. Aua. Oh, und der heilt natürlich wieder. Aber wir schocken das trotzdem gleich. Ja, ja, auf jeden Fall. Du schockst das, oder? Ja, ja, ich mach das schon. Genau. Alter, wie viele Angriffe wollen die denn noch haben? Nein! Was denn? Warte. Entschuldigung, ich habe hier ein kleines, ein flauschiges Problem. So. Ach, Katze. Gut. Dann, Rauchwand hast du gesagt. Ich glaube ja. Ich glaube, das wird am meisten Sinn machen. Und zieh dich am besten hinter die Rauchwand zurück. Ja. Weil dann schießen die uns nicht mehr an. Genau, dann können zumindest die Bogenschützen uns nicht treffen. Nur Majora, naja, hoffentlich schafft die's. Weißt du, was das Dumme ist? Was? Ah ne, passt, alles gut. Ich kann blind reinfeuern. Du hast eine Ecke Wasser eigentlich, genau, die du... Alles gut, nee. Ich dachte nur, dass das nicht klappen wird, aber... Den mach ich mal langsamer. Okay, passt. Das wird natürlich schwierig, jetzt mit ihr zu schießen, aber sie könnte alle vergiften. Beispielsweise. Ja, sie kann so einen Giftwolkenpfeil machen. Ja, wenn sie es schafft. Giftwolkenpfeil? Let's see, wie das... ich... teste gerade, was ich da für Möglichkeiten habe, wie viele ich erwische. Das sieht eigentlich ganz nice aus, okay? Nice! Cool. Und jetzt Feuer drauf. Dann gibt's. Das einen... kann. Ah, Mist, sie haut ab. Sie haut ab. Die hauen alle ab, gerade aus der Wolke natürlich. Ah, schade. Außer der Betäubte. Außer der Betäubte. Nee, wobei der kann auch laufen. Aber er ist betäubt. Okay. Okay. Schön. Ich bin. Ja. Dann? Wenn du kannst, mach einen Feuerball oder sowas. Das würde sich super eignen wegen der Explosion da hinten. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich kann, glaube ich. Ich glaube, ich kann. Boah, wenn das klappt, das wäre ja richtig sexy. Aber du musst auf das Grüne zielen, ne? Ich glaube, ich habe die Steuerung raus bei den Leuchtkäfern. Sorry für den Quatsch, den ich die letzten Male gemacht habe. Ja, okay. Das ist Leuchtkäfer. Ist cool. I like. Nice. Danke für die Hilfe. Ich habe endlich die Steuerung verstanden. Du kannst das in Ecklinien machen. Du kannst quasi Ecken damit... Aha. Also, der zeigt immer wieder neuen Radius an. Ah. Ja. Genau. Und du kannst halt um die Ecken machen, irgendwie in Dreier- oder in Zweier-Schritten oder in Vierer-Schritten. Okay, es gibt nur ein Problem, das Wasser ist jetzt weg, merke ich gerade. Oh, stimmt, aber die Leute sind erstmal noch betäubt. Außerdem regnet es weiter. Ja. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, an das Wasser, sorry. Nee, nee, das ist alles gut. Kann ich den so treffen? Nee, schade. Nee. Ich muss näher ran, also damit wir in den Nahkampf dann gehen können. Außer sie, sie kann ja. Oh, das hat also, sie das war schon mal gut.
Mal, nee, die sind alle unsichtbar, nur auf. Nee, das geht auch nicht. Okay, Medora ist als nächstes dran, die kann angreifen. Oh, ich hätte dich heilen sollen, verdammt. Ich habe gerade geguckt, aber sie hier hat leider keinen. Doch, die hat die heilige Handgranate. Ah! Das würde. Aber die ist vielleicht. Ich würde sie werfen, ist egal. Ich würde sie werfen, ist egal. Okay, gut. Mach ich. Ich muss ganz kurz. Dann kann ich auch dich direkt heilen. Mhm. Ah, du hast jetzt aber auch einen anderen Gehalt. Hä, was? Du hast einen Gegner geheilt, ja. Wo war der denn noch im Radius? Oben links. Oh. Im Dunkeln. Hab ich nicht gesehen. Okay, jetzt ist der Mörder bei uns. Das ist okay. Hm. Ist egal, das ist nicht so schlimm. Wie passiert? Ich hab's halt nicht gesehen. Ziel ist unsichtbar. Ah ja, komm dann. Gib dem mal eine mit. Aber der Mörder brennt. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Zum Glück. Ach, die sind auch Stufe 7. Okay, kein Wunder, dass die eigentlich irgendwie... Ja, die sind stark, ne? Ja. Das war irgendwie gerade jetzt ein bisschen... Ja, lass uns den... Genau. Lass uns den kaputt machen, so gut es geht. Oh ja, gönn dir das. Ja, ich gönn jetzt. Ja. Sehr. Oh, das hat gut getan. Nice. Okay, jetzt muss ich mir auch was überlegen. Kannst du auch nochmal? Du bräuchtest auch ein bisschen Heilung. Ich frieren erstmal. Er ist nur unterkühlt. Ach verdammt, der hat doch gebrannt, ich Idiot. Es war mein Fehler, sorry, ich habe einfach nicht nachgedacht. Du, das passiert. Warte, wo ist er? Da ist er. Hätte wirklich einfach nur bei Vampirberührung machen sollen. Warte. So. Sehr schön. Okay. Medora wird angegriffen. Oh, das sind ja zwei. Das sind zwei von denen, okay. Okay, die kommen jetzt sehr nah an uns dran. Jetzt wird's schwierig. Alter. Ja, hau nochmal drauf. Okay, Medora kann drei. Kann die gleich treffen. Und dem einen gibt's noch den mit. Okay. Okay, jetzt ist auch Rauchwolke weg. Jetzt wird's schwer. Das macht keinen Sinn. Nee, ich glaube, ich... Sorry, Ich bin sauer, warte. Ich gebe dir einfach mal mehr Schaden. Okay. Oder Medora? Oder ich sollte dich heilen. Warte, ich sollte dich heilen. Ja, eigentlich, das wäre am Glück. Aber ich bin eh danach tot. Die werden alle auf mich drauf prügeln. Dann... Wobei... Ich gebe Medora. Nein, die ist die letzte, die dran ist. Du musst oben auf die Reihenfolge gucken. Ja, okay. Kannst du einfrieren, oder? Warte mal, wie viele APs habe ich? 4, 5. Ich kann mich heilen. Ja, mach das. Das ist das Einzige, was ich wirklich sinnvoll machen kann gerade. Wir müssen diesen Mörder, diesen vollgepanzerten Mörder umnieten, weil der heilt ja auch die Leute. Oh, Querschläger. Querschläger genau. For the win. Nice. Einen hast du schon mal. Das war nice. Jetzt bin ich allerdings... Oh. Kann ich noch mal? Nee, ich kann nicht noch. Okay, Medora wird angegriffen. Aber das ist schon mal... Alter, dreimal hintereinander. Komm. Okay. Ich bin tot. Nein. Nein, der greift jetzt dich an. Jetzt bist du noch tot. Ja, toll, danke. Was? Oh. Die sind übel stark.
Nochmal. Ja, und es sind viele. Also okay, aber nächstes Mal. Als allererstes Rauchwolke, egal wie.